Theodora von Griechenland, Hochzeit mit Matthew im Sommer 2023. Genau 4 Jahre nach der Verlobung soll endlich ein Hochzeitsdatum für Prinzessin Theodora von Griechenland, 40, und Matthew Kummer festgelegt worden sein. Seine Absicht zu heiraten, hatte das Paar bereits am 16. November 2018 bekannt gegeben. Im kommenden Jahr soll es nun endlich soweit sein. Nach exklusiven Informationen der griechischen Zeitschrift Secret ist die königliche Hochzeit im Frühsommer 2023 in Porto Heli geplant. Das Datum und der genaue Ort sind noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Theodoras Vater, Ex-König Konstantin II. Von Griechenland, 82, wünscht sich aber angeblich, dass seine jüngste Tochter und ihr Verlobter in der Heimat heiraten. Ursprünglich wollte sich das Paar bereits im Sommer 2019 dort das Ja-Wort geben. Damals berichtete die dänische Illustrierte Billedbladet, dass die Familien und Freunde des Paares so weit über die Welt verstreut wären, sie leben in den USA und in Europa an den verschiedensten Orten. Dass es nicht möglich war, alle unter einen Hut zu bringen. Eine Hochzeit im darauffolgenden Jahr war wegen der Corona-Pandemie auch nicht möglich. Das Datum allerdings stand offenbar schon fest, am 23. Mai sollte die Trauung stattfinden. Die royale Schauspielerin und der südkalifornische Rechtsanwalt leben und arbeiten in Los Angeles. Da dürfte König Willem Alexander, 55, aber mächtig stolz auf seinen Neffen sein. Denn Graf Klaus Kasimir von Oranien-Nassau, Sohn seines Bruders Prinz Konstantin, 53, hat Großes vor, nachdem er mit seinem Vater zuletzt fast für einen royalen Nachtclub-Skandal sorgte. Der erst 18-Jährige studiert seit diesem Jahr an der ESCP Business School in Frankreich, der weltweit führenden Wirtschaftshochschule. Das verrät er in seiner Bio auf Instagram. Auf seinem frisch angelegten Business-Profil auf LinkedIn verrät er noch mehr und hat nun in seiner Instagram-Story Personen, die ihn kennen oder gemeinsame Business-Kontakte haben, dazu aufgerufen, sich dort mit ihm zu vernetzen. Demnach ist Klaus bereits jetzt schon als Gründer tätig, hat Greils Plug ins Leben gerufen. Einen ehemaligen Online-Schuhhandel und jetziger E-Commerce-Beratung. Zudem sei er Mitgründer von Stunsocks, einem Label, das auf nachhaltige Socken zu fairen Preisen setzt. Fleißig, fleißig. Ach, was muss Liebe schön sein? Lia Isadora Behn, 17, zweitälteste Tochter von Prinzessin Märtha Louise, 51, teilt ihr Liebesglück zum ersten Mal mit der Öffentlichkeit. In einer Bildergalerie auf Instagram versteckt sich ein zuckersüßes Kussfoto mit ihrem neuen Freund. Bisher hatte die Enkeltochter von König Harald von Norwegen, 85, die Identität ihres neuen Partners geheim gehalten. Anfang November bestätigte Lia Isadora Behn am Rande einer Serienpremiere in Oslo gegenüber den Publikationen See og Hør und Verdensgang lediglich, sich in einer Beziehung zu befinden. Zuvor sorgte ein gemeinsamer Schnappschuss mit einem Unbekannten für Schlagzeilen. Sein Gesicht hatte man bis dato nicht gesehen. Das muntere Rätselraten begann und mündet jetzt in einem ersten romantisch glücklichen Bärchenfoto auf Instagram. Recht versteckt hinter Schnappschüssen mit ihren Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt Juli i Winterland in Oslo verbirgt sich ein erstes Kussfoto mit Leas Liebsten. Wie der junge Mann heißt, bleibt jedoch weiterhin verborgen. Adlige Babynews. Das ehemalige Kaiserhaus Napoleon hat die Geburt des ersten Sohnes von Jean-Christophe, Prinz Napoleon, 36, und Prinzessin Olympia, Fürstin Napoleon, Nachfahren des Hauses Habsburg-Lothringen, 34, bekannt gegeben. Der Spross hört auf den Namen Louis Charles Rembrandt Victor Jérôme Marie und wurde am 7. Dezember 2022 in Paris geboren. Am 17. Oktober 2019 gaben sich Jean-Christophe, Prinz Napoleon, und Prinzessin Olympia, Fürstin Napoleon, in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, während einer standesamtlichen Zeremonie das Ja-Wort.
Am 19. Oktober 2019 wurde das Paar von dem römisch-katholischen Bischof Antoine de Romanet in der Kathedrale Saint-Louis des Invalides in Paris kirchlich getraut. Der Hochzeitsball fand im Schloss Fontainebleau statt. Nachdem im vergangenen Jahr Prinzessin Madeleine, 40, mit ihrer Familie die traditionelle Übergabe der Weihnachtsbäume im Königlichen Palast in Stockholm besucht hat, werden 2023 Prinzessin Victoria, 45, und Prinz Daniel, 49, am 16. Dezember 2022 die Bäume von Studierenden der Skogshögskolan, DT, Waldhochschule, entgegennehmen. Das geht aus dem offiziellen Kalender des Königshauses hervor. Es bleibt zu hoffen, dass Victoria und Daniel, wie im Vorjahr Prinzessin Madeleine, auch ihre Kinder, Prinzessin Estelle, 10, und Prinz Oscar, 6, zu der feierlichen Übergabe mitbringen werden. 2019 hatte der kleine Oscar mitkommen dürfen, 2018 bei Prinz Karl Philipp, 43. In Begleitung seines ältesten Sohns, Prinz Alexander, 6, erschienen. 2020. Im ersten Pandemiejahr hatten Prinz Karl Philipp und Prinzessin Sophia, 38, die Bäume auf dem Hof ohne Kinder entgegengenommen. Prinzessin Gabriella und ihr Bruder Prinz Jacques durften an ihrem 8. Geburtstag am Samstag, 10. Dezember 2022, an einem ganz besonderen Erlebnis teilhaben, gemeinsam mit ihren Eltern Fürstin Karlene, 44, und Fürst Albert, 64, halfen sie, 46 afrikanische Spornschildkröten des Ozeanographischen Instituts in Monte Carlo im Rahmen eines Projektes zur Stärkung der lokalen Bevölkerung in den Senegal zu überführen. Während Gabriella bei Herzzugriff und die Reptilien sicher in ihrer Transportkiste verstaute, schienen Jacques die kleinen Tiere allerdings nicht ganz geheuer zu sein, er beobachtete die Aktion mit fürstlicher Distanz. Doch nicht nur die Geburtstagskinder zogen die Aufmerksamkeit auf sich, auch Papa Albert machte mit seiner Kopfwunde von sich reden. Der Regent hat sich offensichtlich am Kopf verletzt, die Wunde an seiner Stirn war bei seinem Termin deutlich sichtbar. Was ist mit Albert passiert, fragen sich nun etliche Fans der Fürstenfamilie auf Instagram, die Sorge ist groß. Eine Erklärung für die Verletzung hat der Palast bisher allerdings nicht herausgegeben. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, Instagram.com, LinkedIn.com, Vogeno, Seokhur.dk, Dana Press. Husitzee, Monarchise Dynasties du Monde.com, Secret, Billetbladet.dk.